doppelt so viele Starter. Und das macht natürlich das Rennen substanziell interessanter. Hier muss man eigentlich, wenn irgendwie geht, aus der ersten Reihe starten. Hier muss man auch den Start wirklich gut hinbekommen. Und das war bis jetzt ja für mich ein bisschen eine Schwäche. War ein bisschen ein Wetterthema, weil es hat, während wir auf der Vorstadt gestanden sind, hat es dreimal zu regnen begonnen und immer wieder aufgehört und ging eigentlich sehr gut zum Fahren. Bin als Zweiter in dieser Gruppe ins Ziel gekommen. In Summe bin ich in der Gesamtwertung in dieser Heat 6. Zu weit ins Weiche geraten und habe um ein paar Zentimeter die Leitplanke geschürt und hier hat man das rechte Vorderrad, die Aufhängung abgerissen. Habe mich dann mit dem herunterhängenden Vorderrad noch ins Ziel gerettet und ja, jetzt hängt es davon ab, ob wir jetzt die Aufhängung fertig bekommen, um dass ich im B-Finale mitfahren kann. Vorne auf der Vorderachse keinen Antrieb mehr gehabt, weil es ist das Halbachsgelenk hat sich gelöst. Dadurch habe ich die Lenkung verloren, weil sie das mitbewegt hat. Und gleichzeitig rutscht die Halbachse, die Antriebsachse aus der Radnabe raus und damit hast du keinen Antrieb und damit plötzlich das Differential fahren durch. Und dann bin ich in das tiefen Schotter gekommen, bin ich gesteckt. Ja, jetzt sind einmal 3 Wochen Pause, wird das Auto halt wieder hergerichtet und dann ist wieder Sedlčany, da sind wir schon gefahren. Und dann ist 4 Wochen drauf, ist wieder Fugla, sind wir wieder hier. Und hoffentlich geht es dann besser. Und dann das letzte Rennen ist in Sosnova. Auf das freue ich mich auch, weil das ist eine ganz neue Strecke.